So, endlich ist es da. Das Paket aus China. Lange erwartet, lange unterwegs gewesen. Ein komplett neues Tablet von Huion, was die mir zugeschickt haben, netterweise, um es mal zu testen. Und wir packen es mal aus. Sie sehen, wir sehen hier das Modell Q620M Creative Pen Tablet von Huion. Das Besondere an diesem Tablet, das möchte ich euch mit euch einmal kurz erkunden. Und zwar machen wir es einfach mal auf und dann seht ihr es auch schon. Ja, Dankeschön. Ich danke auch. Das Besondere an dem Tablet ist jetzt im Prinzip die Tatsache, dass es eigentlich gar kein Kabel braucht. Ja, es ist ein kabelloses Tablet. Natürlich können wir das benutzen, um das entsprechend aufzuladen. Aber das Tablet selber braucht im Prinzip kein Kabel, womit man es an den PC anschließt, um es nachher auch tatsächlich zu betreiben. Und das ist das Interessante daran. Das möchte ich jetzt auch heute mit euch testen. Wir sehen hier wieder ein Rädchen und mit einem Knopf, womit man dann entsprechend zoomen, rauszoomen, reinzoomen kann und so weiter. Ein paar Tasten, die etwas vom Komfort etwas besser sind, weil die hier etwas genauer gedrückt werden können. Und auch das Rädchen ist auch ein bisschen schicker. Das kennen wir auch teilweise von einigen Tastaturherstellern, die das mittlerweile auch mit so einem Rädchen lösen und nicht mehr mit so einem Touchpad, weil das hier einfach griffiger ist und ein bisschen besser zu bedienen ist. Gut, ansonsten haben wir hier die Zeichenfläche, die ist dann entsprechend markiert hier. Und ja, ansonsten macht es einen ganz guten Eindruck. Und was wir noch hier haben, sind natürlich der Empfänger, wie wir das auch von unserer Maus mittlerweile hier kennen, immer. Die bedarf auch mittlerweile keiner Schnur mehr. Deswegen haben wir hier auch jetzt den Empfänger einmal. Der kommt natürlich auch mit dazu. Und selbstverständlich das Ladekabel. Ja, ab und zu mal braucht es auch ein bisschen Strom. Ja, mit zusätzlichen Adaptern natürlich, damit man entsprechend hier das Tablet auch. Nee, ich glaube, diese Adapter, die sind so wie beim letzten Tablet wahrscheinlich dafür, damit man es an ein Smartphone anbinden kann. Und zwar haben die Hersteller oder der Hersteller Huion, der hat das so gelöst, dass man entsprechend das Ganze auch per Smartphone betreiben kann. Sprich, man kann das Tablet auch an Android-Smartphone per USB zum Beispiel anschließen und dann in einzelnen Apps dann auch tatsächlich zeichnen mit dem Tablet. Ja, wir gucken mal eben, das ist bestimmt hier irgendwo da. Da ist es gelistet. Ja, im Prinzip kann ich, das ist sogar noch besser gelöst. Ich kann im Prinzip den Adapter nehmen plus den USB-Stecker und dann entsprechend das Ganze hier per USB verbinden oder sogar USB-C, so wie es aussieht. Perfekt. USB-C ist nämlich genau das, was ich brauche. Okay, und natürlich an einen normalen PC. So, was wir noch hier haben, ist natürlich der Stift. Ja, der bedarf natürlich keiner Batterie oder ähnlichem. Wieder auch schön griffig hier mit einer Gummifläche und natürlich hier den entsprechenden Stiftspitzen und einen, den hole ich mal hier raus. Ein Stifthalter, ja, der sieht diesmal ein bisschen schicker aus, indem ich jetzt das Ganze entweder so hinlegen kann oder den Stift einfach reinstellen kann. Und so wie ich Julian kenne, haben wir hier auch, na, wenn ich hier einfach mal drehe, ja, genau, hier sind die unterschiedlichen Stiftspitzen, das heißt, wir haben hier auch Ersatzspitzen mit dabei und das dreht man dann einfach wieder zu. Das heißt, sobald die Spitze sich hier ein bisschen abgenutzt hat, dann nehme ich einfach die neue Spitze und setze diese damit dann in Gang. Dann habe ich wieder sozusagen eine neue Spitze. Alles klar. Also, probieren wir das Ganze mal aus. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert und beziehungsweise wie gut das Ganze funktioniert, weil da natürlich es immer darauf ankommt, dass die Stifte sehr, sehr gut im Prinzip den Strich übertragen und das werden wir jetzt einfach mal an einer Grafiksoftware testen.
So, jetzt habe ich hier das Tablet schon mal an den Start gebracht. Wir haben hier oben einmal so eine Antaste, damit man es schön an- und ausmachen kann, wenn es denn keinen Strom braucht. Wir haben einen perfekt USB-C-Anschluss. Stecken wir das Kabel rein zum Aufladen. Und da sehen wir, da leuchtet auch direkt, leuchten die Tasten auf. Und wir sehen, dass die Tasten teilweise ein bisschen anders aussehen, damit ich hier mich ein bisschen besser orientieren kann. Machen wir das Tablet auch aus. Okay. Und wenn ich das anmache, dann leuchtet es auf. Ja. Zack. Oh, das ist schön. Da fährt die Farbe einmal hoch und dann ist das Tablet hochgefahren. Alles klar. Dann gehen wir mal da dran und probieren es jetzt einfach mal aus. So, und da befinden wir uns auch schon auf der Huion Website, wo ich mir jetzt hier auch die Treiber für das Tablet nochmal runterlade. So, das wollen wir natürlich erlauben, um halt eben mir einfach mal die Treiber zu installieren, um dann zeichnen zu können. Das sollte man natürlich dann machen, wenn man so ein Tablet nutzen möchte, dass man einfach mal die passenden Treiber dabei hat. Huion selber schickt die Treiber jetzt nicht mit. Das ist heutzutage auch im Prinzip nicht notwendig, sondern die weisen einfach mit einem kleinen Kärtchen darauf hin, wo man die Treiber online findet. Und das schafft eigentlich jeder hier im Prinzip im Bereich Support, Grafik, Tablet, Treiber und dann den passenden Treiber einfach herunterladen. Den installieren wir jetzt noch. Und dann kann es auch schon losgehen. Ja, das Installieren der Software ist relativ einfach. Hier einfach das Symbol hier reinziehen und schon ist es passiert. Das habe ich schon getan. Das Ganze auch schon ausgeführt. Und da wir das Gerät gerade mit dem Kabel verbunden haben, habt ihr euch vielleicht ein bisschen gewundert, aber es muss halt ein bisschen aufgeladen werden. Es hat aktuell 40%. Das ist okay. Kommt gerade aus dem Karton. Ist typisch, dass es nicht ganz vollgeladen ist. Und ja, im Prinzip können wir das hier über den Treiber jetzt konfigurieren. Ja, das heißt also, wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt die einzelnen Tasten zu belegen. Und zwar mit verschiedenen Kürzeln. Hier heranzoomen, dann B ist ja Brush, Plus, Ü und so weiter. Das kann man alles nochmal einstellen. Das heißt also, hier im Prinzip verschiedene Tasten oder Tastenkombinationen hinterlegen, um halt eben schneller in der Grafiksoftware oder mit der typischen Grafiksoftware jetzt umgehen zu können. Wir haben den Stift, wir können den hier ausprobieren. Testen wir das mal. Ja. Wir wollen natürlich das Ganze erlauben. Jetzt will der Stift natürlich auch Zugriff drauf haben. Und da muss man den natürlich auch den Zugriff geben. Machen wir das mal. Das wird der Tablet Driver Agent sein. Okay. Und schon können wir hier zeichnen. Wir sehen also auch den Druck, den das Ganze ausübt. So, ja, perfekt. Ich muss sagen, auch was die Oberfläche von dem Tablet angeht, hat Huion hier einiges getan. Und zwar haben die Oberfläche nicht mehr so glatt gemacht. Ja? Was bedeutet, dass der Stift grundsätzlich ein bisschen mehr Widerstand hat. Und das ist dann ein bisschen auch damit gleichzusetzen, dass sich so ein bisschen mehr wie Papier anfühlt tatsächlich. Ja? Das führt zwar dazu, dass sich zwar die Stiftspitze ein bisschen mehr abnutzt, aber dafür ist das Zeichengefühl, also weitaus realistischer. Und ich kann hier weitaus besser die Striche ziehen, ja, weil man das einfach vom Papier hier schon so ein bisschen gewohnt ist, dass da ein leichter Widerstand da ist. Ja. So, also probieren wir das Tablet mal direkt aus und ich würde sagen, wir gehen auch direkt das sind zwar jetzt 40%, aber direkt mal in den Wireless-Modus. Das heißt, ich stöpsel das Tablet jetzt mal ab. So, das Tablet ist im Prinzip jetzt konfiguriert. Ich habe jetzt auch noch hier die Tasten entsprechend belegt. Das heißt, ich kann jetzt hier zwischen dem Brush und dem Pinsel entsprechend hin und her wechseln und kann dann noch ein paar andere Sachen. Hier kann man dann mit dem Mausrad entsprechend rein oder rauszoomen. Ja,
und mit der mittleren Maustaste dann entsprechend auch noch die Funktion verändern. Pinselgröße anpassen zum Beispiel. Scroll nach oben, nach unten, vergrößern, verkleinern. Ja. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt einfach mal eine Zeichnung für euch erstellen, mithilfe von dem Tablet, um einfach mal zu sehen, wie das Ganze denn jetzt genau funktioniert und wie gut das Tablet auch reagiert. So, wir kommen langsam zum Ende des Videos und ich kann nach dem Video einfach nur sagen, das Tablet ist echt Spitzenklasse. Erstens kann ich mir das einfach auf den Schoß nehmen und das einfach mal zeichnen, entweder irgendwo hinlegen, ich bin nicht mehr an Kabel gebunden. Genau das ist genau die richtige Entwicklung bei solchen Grafiktablets, in die es gehen muss. Diese müssen wireless werden. Das ist ja kein Problem mittlerweile heutzutage auch mit der ganzen Technik und das ist auch echt überschaubar. So, im Prinzip das Aufladen und alles handeln und so weiter angeht. Der Stift funktioniert super. Dadurch, dass die Oberfläche jetzt ein bisschen matter ist, ist das Handling jetzt auch von dem Stift auf dem Tablet echt super geworden. Das heißt, das fühlt sich jetzt noch ein bisschen mehr wie Papier an. Das heißt, es fühlt sich wirklich an, als würde ich hier auf dem Papier zeichnen. Und der Stift reagiert super. Das Tablet lässt sich ganz gut handhaben. Ich habe auch schon mal die Tasten belegt und habe mir dann ein bisschen was gearbeitet. Mal ein bisschen ausprobiert für euch.
Ich habe auch ein bisschen in Betriebsanleitung mittlerweile studiert. Das heißt also, der Tablet geht auch von alleine aus, wenn man das irgendwie eine Zeit lang keinen Empfang mehr vom PC bekommt. Heißt das schon, auch entsprechend den Akku ist relativ schnell aufgeladen. Und ja, ansonsten kann man das einfach per Kabel verbinden, mal eben, und dann ganz normal weiterzeichnen, bis da ein bisschen mehr Ladung drin ist. So, ich habe in dem Fall hier einfach mal so eine kleine Skizze gemacht für euch, damit ihr sehen könnt. Ihr könnt auch hier ganz easy skizzieren mit dem Grafiktablet. Ich werde das mit Sicherheit in einem der nächsten Videos, die Skizze hier mal noch ein bisschen weiter verfeinern und mal ein richtiges Bild daraus machen. Aber für den Test soll es erstmal reichen. Das Tablet selber ist echt super, muss ich sagen. Das wird auf jeden Fall jetzt hier als Standard-Tablet bei mir genutzt, weil es einfach mir die Freiheit bietet. Man hat nicht mehr die ganzen Kabel auf dem Tisch und alles. Das muss man nicht mehr heutzutage. Und ja, wie gesagt, trotz alledem, dass es jetzt nicht per Kabel verbunden ist, reagiert es recht gut, auch wenn ich ein bisschen weiter weggehe vom PC, passt es auch immer noch ganz gut. Und ich habe da jetzt auch keine Verzögerung oder ähnliches feststellen können. Ja, ich kann euch das Tablet also einfach nur empfehlen. Probiert es selber aus. Und wie gesagt, allein schon die Tatsache, dass hier keine Kabel mehr dran sind, erleichtert das Ganze ja auch schon weit. So, okay. Ja, danke nochmal an Huion, dass ich das Tablet testen konnte. Ich werde auf jeden Fall das als jetzt als nächstes einmal ein Standard-Tablet benutzen. Und solltet ihr noch Fragen haben oder ähnliches, dann einfach ein paar Posts in die Kommentare und ansonsten gerne auch einfach den Channel abonnieren. Und dann werde ich euch auf jeden Fall in meinem Channel mit weiteren Videos zu Zeichnungen, Zeichentechniken und anderen Tests von Software und Hardware im Bereich Zeichnen versorgen. Also viel Spaß beim Zeichnen und bis zum nächsten Mal.